I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't take it. Samstag, Tag der Wahrheit. Du bist jetzt 10 Minuten, bevor es wirklich endgültig losgeht. Die Reifen heizen noch auf. Dein Team baut noch alles zusammen, fertig. Du hast die letzte Begehung gemacht von der Schanzen. Was sagst du jetzt? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, der Blutdruck steigt da jetzt bei mir an. Ich weiß eben nicht, wie weit die Motorleistung ausreicht. Wir haben ja überhaupt keine Erfahrungswerte nicht zusammen können. Der Bodenbelag, hoffe ich, dass er für uns wirklich gut hält. Motortechnisch bist du überzeugt? Ja, wie soll ich sagen? Was uns vielleicht zugute kommt, ist beim Zweitakter, dass die Lufttemperatur ziemlich kalt ist und das Gemisch ein bisschen schärfer wird. Okay. Der Motor muss halt halten bis auf. Das ist einmal eine Grundvoraussetzung für den Stand auf dem Schanzentisch in Bergisel. Ja. Sicherungssysteme schon alles erledigt? Wir sind mit der Firma Teufelberger die Sicherungssysteme durchgegangen. Wie man da erkennen kann, haben wir da die roten Leinen. Die eine Leine dient zum Sichern von mir als Person und die rechte Leine zur Sicherung von der Vespa. Okay, Günther, dann bleibt mir noch mal eins. Toi, toi, toi. Ja, toi, toi, toi. Drückt uns die Daumen, dass das auch super funktioniert. Ich hoffe, wir enttäuschen euch nicht. Aber ich habe ein sehr starkes Team hinter mir. Ich bin recht stolz auf mein Team. Danke. Ja, war ungefähr 20 Meter, also ein Drittel, ein Viertel hat er geschafft. Es ist unglaublich, die Mühe hat sich wieder mal gelohnt, wie man sieht. Unser Motto von der Familie Schachermeier, Control the Stroke, gib niemals auf. Danke an das ganze Team, es war hervorragend und ich freue mich auf die nächste schwierige Aufgabe, die was vor uns steht. Danke! Danke auch der Firma Teufelberger für die einzigartige Sicherung, wie man sieht. Das wird sonst kein Seil nicht erhalten, was die da gemacht haben. Die Firma Teufelberger ist Verlass. Was die versprechen, das halt. Stand weg, das Adrenalin ist abgeflossen. Was kannst du jetzt im Endeffekt zu dem Projekt sagen? Wie geht's dir jetzt, eine halbe Stunde später? Ja, meinen ersten Dank möchte ich gleich mal an die Firma Teufelberger richten für die wirklich extrem gute Arbeit.
für die Sicherung vom Fahrzeug und meine Personensicherung. Das Publikum war hervorragend. Wie man gesehen hat, hat man letztendlich 3 Anläufe gebraucht, dass das wirklich zum Schluss funktioniert hat. Wir haben in dem Sinne ein originale Vespa, Baujahr 77. Wir haben einen 200 Kubik Motor mit 8,9 PS. Und das war eben das Schwierige, mit so einem Fahrzeug eine Steigung von knapp 35 Grad, das entspricht ca. 70% hochzufahren. Im Bergisel, der Schanzentisch, hat eine Länge von knapp 98 Meter. Wir haben geschafft, 88 Meter. Die Motorleistung war wirklich am Limit. Unterm Strich, es ist nichts passiert. Das ist einmal das Allerwichtigste. Das Team war hervorragend. Wir haben bei den Vorbereitungen beste Arbeit geleistet. Das ist ja jetzt am Erfolg, was wir ernten können. Und ich bin echt sehr stolz auf das Team. Günther, es war ja beim ersten Versuch extrem brenzlig, also viel brenzlicher, als wie es das du eigentlich selbst gern vorgestellt hast. Was ist da passiert? Die Sicherung hat ja hervorragend funktioniert, aber so hast du es beim ersten Mal nicht vorgestellt. Ja, was auch beim ersten Mal. Wir haben einige Faktoren dazu gekriegt, mit denen was wir zuerst nicht, die was wir nicht berechnet haben. Das waren einfach unbekannte Faktoren. Ja, die Steigung war brutal auf einmal. Wir haben beim Start ein bisschen ein Problem gehabt, haben aber noch ein bisschen lösen können, das Problem, dass wir eben zügig wegkommen von der Matten am Schanzentisch. Haben nachher Drehzahl aufgenommen und das ist eben der klassische Vorfehler, wie es bei mir war. Ich habe einfach eine Rückenlage gekriegt, dann hat sich das Vorderrad in die Hecke gerissen und es hat wirklich wie ein wildes Pferd gearbeitet, mein Vespa. Hat zwar nicht viel Leistung gehabt, aber wir sind nachher total gesichert von der Firma Teufelberger, im Foundring hängt und es hat dann, wie gesagt, nur mehr bergab gegeben mit Abseilen. Ja, einen recht herzlichen Dank auch an die Betriebsleitung von Bergisel, die uns das überhaupt ermöglicht haben, dass wir mit der Vespa dieses Stunt durchführen können. Wir haben noch sehr große, interessante Projekte geplant. Nächstes Jahr möchten wir mit unserer Vespa am Stahlseil auf der Europabrücke 192 Meter runterfahren. Letztendlich arbeiten wir auf das größte Projekt, was man sich noch vorstellen kann. Das heißt Troposphäre 4150. Da haben die ersten Arbeiten begonnen vom Aufbau vom Motorrad. Wir haben für das Projekt Troposphäre 4150 eine Kawasaki gesponsert bekommen. Die Firma Schuler unterstützt das Projekt. Weitere Infos und Details beim nächsten Mal. Danke an alle, dass ihr es damit so gedrückt habt. Bis zum nächsten Mal.